Wenn wir an Jerusalem denken, was ist da unsere Aufgabe als Jünger? Das möchte ich heute mit euch ein bisschen klären. Ich möchte mit euch ein Wort teilen, was mir heute sehr ins Auge gefallen ist. Das steht in Johannes 11, Vers 53 bis 57. Und die Vorgeschichte ist diese, dass Jesus von den Hohepriestern und Pharisäern verachtet wurde und die haben jetzt schlussendlich entschieden, dass sie ihn umbringen wollen. Und aus dem Grund kann Jesus da nicht mehr bleiben, weil sie ihn sonst eventuell schon vorher geschnappt hätten, bevor er ruhmreich in Jerusalem eingeritten ist und den Jüngern die letzten Anweisungen gegeben hat. Und da geht es hier los in Johannes 11, Vers 53. Von dem Tag an beratschlagten sie nun, ihn zu töten. Darum bewegte sich Jesus nicht mehr frei unter den Juden, sondern ging von dort weg in eine Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim, und blieb dort mit seinen Jüngern. Das Passa der Juden stand kurz bevor, und es gingen viele aus der Gegend hinauf nach Jerusalem, vor dem Passa, um sich zu reinigen. Da fragten sie nach Jesus und redeten miteinander, als sie im Tempel standen. Was denkt ihr, wird er nicht auf das Fest kommen? Aber die Hohepriester und Pharisäer hatten angeordnet, dass jeder, der wüsste, wo er ist, es anzeigen sollte, damit sie ihn festnehmen könnten. So viel dazu. Natürlich ist diese Geschichte genauso passiert. Das ist ein Bericht, ein Tatsachenbericht. Aber ich glaube, dass es auch noch eine prophetische Perspektive dahinter gibt. Und die ist mir heute sehr ins Auge gefallen. Hier geht es darum, dass Jesus im Prinzip abgelehnt wird von vor allem von den Anführern der Juden, des jüdischen Glaubens. Und deshalb ist Jesus also aus dieser Region, vor allem aus Jerusalem, eben der, sag mal, Hauptstadt dieses rabbinischen, pharisäischen Glaubens herausgegangen und ist in eine Stadt gegangen, die Ephraim heißt. Und wenn du ein bisschen schaust, Ephraim, was heißt das in der Bibel? Das ist im Prinzip ein Sammelbegriff dafür, dass das Nordreich darstellt, das Nordreich, was eben schon einige hundert Jahre vor Judäa zerstört wurde und dann in die, in die Diaspora gegangen ist, also in die Zerstreuung. Und diese Völker sind auch komplett, diese Stämme Israels sind eben komplett, untergegangen unter den Nationen. Es gibt noch einzelne Leute, die zum Beispiel in Indien, irgendwo in Asien sind, die interessanterweise diese hebräischen Wurzeln haben. Die können es auch nachweisen, aber der Großteil ist eben untergegangen. Und man kann heute nicht mehr sagen, okay, das war ein Israelit und diese Familie in Deutschland, in Spanien, in Russland oder sonst irgendwo ist von Israel. Ja, bei den Juden kann man das sehr klar feststellen. Ja, die haben eben versucht, das sehr, sehr gut nachzuweisen und alles, reinzuhalten. Aber bei den Israeliten hat man das nicht geschafft. Und Ephraim, das ist also ein Ausdruck dafür, für diese Nationen, die im Prinzip da sich vermischt haben und diese Stämme, die sich vermischt haben mit diesen Nationen, in die sie gegangen sind. So, Jesus ist also abgelehnt worden von den Juden und ist dann hinein nach Ephraim und hat dort Zeit mit seinen Jüngern verbracht, hat dort Zeit totgeschlagen, könnte man fast sagen, auf Griechisch. So ist dieser Grund, die Wurzel dessen. Und Jesus hat im Prinzip hier den Schritt gemacht aus dem jüdischen Establishment, sage ich mal, und ist also in so eine kleine Stadt gegangen mit dem Namen Ephraim. Und genau das haben wir eben gesehen in den letzten 2000 Jahren, dass Jesus aus dem rabbinischen Judentum, aus dem Judentum, was sich eben um den Tempel beziehungsweise später auch um die Irrlehren der Rabbiner, die eben noch zu dem Alten Testament hinzugedichtet haben, dass er sich da zurückgezogen hat, aber nicht, weil er das wollte, sondern vor allem, weil er sich nicht mehr dort frei bewegen konnte. Ja? Die haben mit ihren menschlichen Traditionen im Prinzip alles blockiert, so dass der Heilige Geist dort nicht mehr wirken konnte. Und Jesus hat sich vor allem auf die Nationen fokussiert, wo Ephraim hingegangen ist. Das heißt, die alte Welt, Europa, Nordafrika, Asien bis Zentralasien eventuell noch. Das ist der Teil, wo Jesus vor allem gewesen ist in den letzten 2000 Jahren und aktiv gewirkt hat mit seinen Jüngern in dieser Region. Und jetzt geht es aber darum, dass
dass Passa nicht mehr weit weg war, das Passa der Juden. Und viele aus dieser Region von Ephraim sozusagen sind also dann hineingegangen nach Jerusalem. Das war also die Umgegend auch von Jerusalem. Es war nicht weit weg, diese Stadt Ephraim. Aber Jesus ist rausgegangen, um eben da zu flüchten. Und da sind aber viele aus diesen Regionen um Jerusalem herum hineingegangen zum Passa, um sich rituell zu reinigen. Und es heißt, wenn wir jetzt muss ich Sacharja zu Rate ziehen. Sacharja ist ein großartiges Buch der Prophetie im Alten Testament, was uns sehr klar Aussichten gibt, wie es mit Israel, wie es mit Judäa und mit Jerusalem weitergeht. Wir haben hier also Sacharja 10, da steht zum Beispiel, dass Israel zusammen mit Ephraim wieder aufgestellt wird, zurückgebracht wird, dass Gott eben diese beiden zurückbringen wird ins Land. Und diese Dinge haben wir, passieren tatsächlich diese Sachen, dass also 1948 der Staat Israel gegründet wurde und ganz, ganz viele Juden da hineingeströmt sind in dieses Land. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass eben, wie gesagt, zum Beispiel aus Indien Menschen zurückkommen, die nachweisen können, dass sie aus Israel stammen. Also auch Ephraim wird zurückgesammelt und diese Leute reinigen sich für das Passa. Was ist das Passa? Das Passa ist der Punkt, wo Israel rausgeführt wird oder wurde aus Ägypten. Jetzt sehen wir, dass physisch gesehen Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, aber wir sehen nicht, dass Israel geistlich aus Ägypten herausgeführt wird. Sogar in Offenbarung steht, dass die große Stadt, in der auch unser Herr Jesus Christus getötet wurde, Ägypten im geistlichen Sinne ist. Das heißt, das Zentrum des jüdischen Glaubens, Jerusalem, wird als Ägypten bezeichnet und die Juden müssen raus aus der Zentriertheit rund um die Rabbiner, rund um die menschlichen Traditionen, die Rabbiner drumherum gebaut haben, weil das Alte Testament heute nicht mehr so erfüllt werden kann und dem nicht mehr gefolgt werden kann wie vor 2000 Jahren, weil der Tempel nicht mehr steht. Diese ganzen Opfergesetze fallen weg und die Rabbiner mussten sich dann halt jetzt erklären, wie das anders läuft, obwohl der Weg ja ganz klar ist über Jesus. Ja, diese Rabbiner haben aber jetzt diesen anderen Weg, der leider ins Verderben geht. Und Jesus hat gesagt, es sind blinde Blindenführer und beide fallen in die Grube, in diese Grube der Verdammung. Und genau das wird aber bald enden. Das heißt, Passa wird bald sein, wo Israel, wo Judäa herausgeführt wird aus Ägypten, aus der falschen Religion der Rabbiner, wo sie zurück zu Jesus finden. Und in dieser Zeit vorher werden also viele Leute zurückströmen nach Jerusalem aus Ephraim, um sich dort zu reinigen, um sich dort vorzubereiten. Und Gott hat das eben gesagt in Sacharja 10, Vers 6 bis 12 zum Beispiel, dass da eben die zurückgebracht werden. Und Gott möchte das. Ich weiß jetzt nicht, ob tatsächlich noch viele Leute nachweisen können, dass sie aus Ephraim stammen. Vielleicht sind es auch Leute, die tatsächlich einfach untergegangen sind, die Nationen. Und daher wird sie geistlich zurückführen nach Jerusalem. Das Wichtige für uns als Jünger ist, dass wir eben dort an der Stelle, wo wir gerade sind, wo wir nicht in Jerusalem sind, mit dem Herrn dort sind, mit Jesus dort sind und in Ephraim die Zeit verbringen und dort eben unter Ephraim bzw. unter den Nationen das Evangelium verteilen, so dass Leute, die Gott auswählt, dass sie dann nach Jerusalem gehen sollen zur Vorbereitung, dass die dort von Jesus gefunden werden können, an dem Ort, wo sie gerade sind, eben nicht in Jerusalem, um dann nach Jerusalem zu gehen. Denn wenn sie in Jerusalem sind, werden sie zum Tempel oder zum Heiligtum oder zum religiösen Zentrum, sage ich jetzt mal, dass der Tempel steht gerade nicht, ja, noch nicht. Er wird gebaut werden und der Antichrist wird sich hineinsetzen am Ende. Das sind andere Geschichten. Aber Ephraim wird eben dorthin gehen und wird über Jesus reden und sagen, wird er nicht nach Jerusalem kommen? Ja, er wird nach Jerusalem kommen. Das hat er angekündigt in Sacharja 14, dass er dort Jerusalem beschützen wird, wenn in der Endzeit Jerusalem angegriffen wird von den Nationen und dass er auf dem Ölberg dann herunterkommen wird. Der Ölberg wird sich spalten. Ein Teil wird nach Norden gehen, ein Teil nach Süden. Und er wird brüllen wie ein Löwe. Und alle Nationen werden gestraft werden, die Jerusalem angreifen. Er wird also Jerusalem beschützen. Er wird Gott und König sein, der einzige Gott. Und das Laubhüttenfest muss wieder gehalten werden. Das Laubhüttenfest ist der Punkt, wo es heißt, sieh, Gott zeltet bei den Menschen. Das sagt Offenbarung in einem der letzten Kapitel, ich glaube, es ist Kapitel 20 oder 21, wo es heißt, dass Gott unter den Menschen zeltet. Und genau das ist der Punkt, dass Jesus, wenn er zurückkommt, eben unter den Menschen zelten wird mit seinem Leib, seinem Auferstehungsleib.
unter uns zelten. Denn wir werden dieses Zelt abbrechen, was vergänglich ist, und werden etwas Neues anziehen. Gott wird uns etwas Neues anziehen, den Auferstehungsleib von Jesus. Und vorher wird aber noch Folgendes passieren, dass Jesus das Volk rettet vor diesen Nationen und dass er einen Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen wird, sodass die Familien, die israelitischen Familien, jüdischen Familien anfangen zu beten, Buße zu tun, weil sie den Herrn Jesus abgelehnt haben, weil sie den Messias abgelehnt haben. Hier wird also stehen, sie werden weinen wie um einen erstgeborenen Sohn. Wer wird das wohl sein? Wie um einen einzig Geborenen. Und in diesem Angriff, in dieser ganzen Zeit, wo der Antichrist dann nach 3,5 Jahren von 7 in einem Friedensvertrag sich in den Tempel hineinsetzen wird und dort das Gräuelbild der Verwüstung, wie es in Daniel geschrieben steht, dort platzieren wird, in dieser Zeit werden 2/3 untergehen. Das sagt Zacharja 13, 2 Teile werden vernichtet werden, der 3. Teil wird gerettet werden, wie durchs Feuer. Und auch in Römer heißt es, wo Paulus sagt, wenn der Herr uns nicht einen Überrest übrig gelassen hätte, so wären wir alle verdorben worden. Der Herr wird also sehr, sehr stark und sehr, sehr straff nochmal vorgehen, um leider durch solche Dinge Israel, Judäa, alle Stämme, auch möglicherweise Ephraim, zur Buße zu bringen, dass sie endlich Jesus annehmen werden, weil sie bis dahin den Antichrist angenommen haben, weil er ihnen ihren größten Wunsch erfüllt hat, in den steinernen Tempel, anstatt ein fleischerner Tempel für den Herrn Jesus zu sein. Ja, und unsere Aufgabe ist dort an der Stelle, dass wir als Jünger so lange in Ephraim bleiben, in den Nationen bleiben, in der Umgegend um Jerusalem, bis Jesus sich wieder frei bewegen kann in Jerusalem. Wann auch immer das sein wird, das musst du herausfinden. Jesus hat auch geboten, seinen Jüngern, seinen Aposteln, dass sie in Israel umhergehen sollen, dass auch die Städte von Israel nicht fertig werden, bis zum Ende, bis er wiederkommt. Also auch dort müssen wir sehen, haben wir einen Auftrag, direkt nach Jerusalem zu gehen an der Stelle? Sind wir vielleicht ein geistlicher Teil von Ephraim oder nicht? Ich weiß nicht, ob man das nachweisen kann, aber der Herr weiß, was er tut. Und ich glaube nicht, dass nur Leute von Ephraim gerettet werden. Denn Paulus sagt in Römer auch, dass wir eingepfropft sind aus den Nationen, ein wilder Ölbaum. Ja? Und Israel wurde ausgerissen und wird dann wieder zurückgepfropft. Wenn es aber heißen würde, dass nur Leute, die mal in Israel waren, eingepfropft werden in diesen Ölbaum, in Jesus hinein, im Glauben und gerettet werden. Da hat er gesagt, ja, ihr seid ausgerissen und die sind auch ausgerissen, ihr werdet beide wieder eingepflanzt, ihr wart da schon drin. Nein, wir sind ein wilder Ölbaum als Nationen und werden reingebracht. Aber ich weiß, dass die Jünger eben mit Jesus auch nach Jerusalem gegangen sind. Und es kann sein, dass einer von euch den Ruf hat, nach Jerusalem zu gehen, dann geht dorthin. Aber nur zu der Zeit, wenn Jesus das wirklich sagt, bis dahin geht zu den Nationen, schlagt dort die Zeit tot mit Jesus. Und schlag du den Teufel tot mit Jesus, so wie du das kannst. Dazu gibt es Videos, wie man bindet und löst zum Beispiel. Und das Interessante ist, dass Jesus eben auch sagt, dass in der Zeit es dunkel sein wird, wenn er zurückkommt. Ja, ein ganz klarer Hinweis auf diese Dinge, die er sagt, zum Beispiel in Matthäus 25, dass es eben dunkel wird, bevor er kommt und alle einschlafen werden. Ja, und das heißt auch in Daniel, dass es eine Zeit gibt, die also nach der Zerstörung bzw. nach der Wiederreinigung des Tempels noch drüber hinaus sein wird, wo also Jesus scheinbar noch nicht wiedergekommen ist. Und in dieser Zeit der Dunkelheit müssen wir dann warten auf Jesus. Und das also nochmal als Aufruf, wir müssen wachen. Ja, wenn Jesus wiederkommt, müssen wir wachen, bevor Jesus wiederkommt, weil es dunkel wird und wir werden einschlafen. Es wird tatsächlich eine Dunkelheit geben und am Abend wird es dann hell werden, wird es hell scheinen. Ja, es heißt ja, dass Jesus irgendwann am Abend oder in der Mitternacht oder im Morgengrauen kommt, das sagt er. Also er sagt nicht am Tag, sondern irgendwann im Dunkel. Ja, darauf müssen wir vorbereitet sein. Aber bis dahin, lasst uns unter den Heiden und auch unter denen, die zu Ephraim gezählt werden, das können wir im Zweifelsfall nicht nachweisen, aber lasst uns in der Zeit einfach dort sein mit Jesus und tatsächlich mit Jesus Dinge wuppen, dass Dinge passieren. Denn Paulus sagt auch, dass er gerne möchte, dass die Juden, sein Volk, ja, er kam ja auch aus Israel heraus, aus Benjaminiter, dass sein Volk eben zur Eifersucht gereizt wird
durch seinen Dienst an den Heiden. Und lass uns das machen, dass die Juden wirklich da eifersüchtig werden, sodass sie auch diesen Gott Israels, der Jesus ist, der Herr und König, dass sie auch den haben wollen als ihren Herrn, als ihren König, dass sie endlich erkennen, dass sie Jesus brauchen. Ja. Shalom und betet für den Frieden Jerusalems. Tschüss.